Ja, hab ich dir und willkommen zurück zu Breath of the Wild. Wir stehen, glaube ich, direkt vor dem Dorf der Krone. Jetzt wird ich wahrscheinlich gleich wieder zusammenfallen. Na, wir haben jetzt den gerade hier. Ein Varudania haben wir befreit. Und lustigerweise, jetzt schaut er irgendwie ein bisschen aus wie dieses Monster aus Stranger Things. Ja, so, also zur ersten Staffel. Finde ich ganz witzig, so. Ganz schön heiß heute. Du kommst wirklich zu einem günstigen Zeitpunkt hierher. Bis vor kurzem hat sich am Todesberg noch eine Monsterhexe rumgetrieben. Aber die hat sich jetzt beruhigt. Jetzt ist es hier wieder sicher. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. Heiß ist es aber immer noch. Ja klar, logisch. Logisch ist es heiß. Aber es ist sicher. So, okay, ich muss gleich mal mit ihr reden. Das ist ja der Nachfahre. Oh, hallo. Vielen Dank, dass du Rudania für uns besänftigt hast. Ich weiß nicht, was du im Inneren von Rudania gemacht hast, aber es sieht aus, als hätte er sich beruhigt. Eben habe ich oben auf Rudania den großen Daruk stehen sehen. Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet, oder? Aber wie dem auch sei, das hat mir jedenfalls neuen Mut gegeben. Da fällt mir ein, als ich dem Chef von dir erzählt habe, meinte er, ich soll dich zu ihm bringen. Das war ein Befehl vom Chef, also gibt's keine Diskussion. Komm mit. Okay. Na dann, fetzt mal. Wie du schaust. Wie die schaut. Wer bist denn du? Ein Reisender. Aha. Wow. Okay. Auf zum Schiff. Ja, bin ich schon da. Oh, hallo! Ionobo hat mir alles erzählt. Der Hyäner, der Rudania besiegt hat, ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Nicht zu glauben. Und das, wo meine Rückenschmerzen weg waren und ich mit Rudania mir vorknüpfen wollte und so. Jetzt sehe ich wegen dir so aus, als hätte ich die Rückenschmerzen nur simuliert. Und Ionobo hat sich auch endlich mal zusammengerissen. Aber genug davon. Schau dir lieber mal das hier an. Varudania hat sich endlich beruhigt. Jetzt können wir am Todesberg endlich wieder nach Erz suchen. Ach ja, ich muss dir ja noch danken. Wenn du willst, kannst du dir den Schatz aus meinem Haus holen. Es ist ein Schwert, das einst Daruk gehörte. Damit müsstest du doch was anfangen können. Weiß ich nicht, aber das Masterschwert. Außer natürlich, du als Hyäner weißt das sicher schon. Damals, vor 100 Jahren, hatte der Hyänische Recke ein Schwert, das Heilige Bandschwert. Du hast da ja ein mächtig scharfes Schwert. Ja, das ist das Bandschwert. Du siehst aus wie der Hyänische Recke, der an Daruks Seite gekämpft hat, gegen die Verheerung Garnus gekämpft hat. Dem seine Stimme nochmal ist immer schwierig. Ich nehme auf jeden Fall mal das Schwert. Schauen wir mal, was das ist. Naja, der Bergspalter hat. Na, die Waffe des Recken Daruk ist eines der stärksten Schwerter überhaupt. Daruk selbst könnte es zwischen zwei Fingern halten, Liana dagegen könnte es kaum heben. Gut, dass ich ja ganz cooler Typ bin, ne? Und der ist einfach so hoch im Chor. Easy. Aber ich sind wieder zwei hinter, ne? Schwierig. Na gut, also. Ich mach da eigentlich auch was mal. Haben wir mir schon genug Zeichen? Ah, wir haben vier. Nice. Ich hab bitte Ausdauer, bitte. Bitte. Ja. Mehr Ausdauer, Leid. Nice. Das ist schon ziemlich cool. Bring den Frieden nach Hyrule zurück. Ja, dann haben wir das jetzt eigentlich hier auch. Jetzt können wir vielleicht noch mit ihr quatschen. Ah, die hat noch was, schau. Sabak, tagsüber wird es hier brennend heiß. Wenn du vielleicht etwas Bernstein hättest. Oh,
Das könnte ich gut brauchen. Bring mir 10 Stück und ich gebe dir einen besseren Preis dafür, als du in einem Laden bekommen würdest. Ja, hier habe ich. Uff, in dieser brennenden Hitze Edelsteine zu sammeln, bringt mich noch um den Verstand. Hast du vielleicht 10 Stück Bernstein? Wenn du sie hast, würdest du sie mir verkaufen. 10 Stück Bernstein. In einem Laden würdest du dafür 300 Rubine bekommen, aber ich gebe dir 500. Geil. Mach mal. Ah, danke, das hilft mir wirklich weiter. Schönen Dank, und hier sind deine 500 Rubine. Geil. Da haben wir wenigstens wieder 1000. Zeit ist one. Na? andere Edelsteine kaufe ich auch. Also bring mir immer mehr. Noch mehr. Immer 10 Stück auf einmal. Welche Juwelen ich brauche? Tja, das ändert sich von Zeit zu Zeit. Okay. Ja, schwierig, ne? Kann man mal machen, muss man nicht machen. Hoppla, jetzt mit das Fenster rein, ne? Sorry. Ich hab Durchlaufer, Kinder, ohne dass ich draufgegangen bin. Glaubst du nicht? Okay, also. Jetzt müssen wir mal schnell schauen, Leute. Wir haben ja hier noch ein bisschen was zum Erforschen, ne? Hätten da zum Beispiel nur was. Das sind irgendwelche Klippen. Da sollten wir mal hin. Da haben wir noch Eldin-Klippen. Gibt es denn da irgendeinen interessanten Ort? Man kann da natürlich vom Krater aus hinfliegen, ne? Weißt du was? Ich glaube, ich gehe mal da hin. Ich glaube, ich gehe mal da hin. Und zwar vom Rudania aus, würde ich sagen. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so verkehrt. Na gut, muss man schauen. Der Titan hat die Verheerung Ganon in Schloss Hyrule ins Visier genommen. Achso, ich sollte nicht näher gehen, ne? Okay. Dann darf ich doch nicht näher hin. Okay, pass auf. Vielleicht sehen wir von da oben aber auch nochmal ein paar Schreine, die wir markieren können. Die ich vielleicht noch nicht habe. Ah. Okay, das da unten schaut echt heftig aus. Ist das nicht sogar da, wo ich hin muss? Na. Jetzt zeigt mir dieses Teil da unten, oder? Ist ja schaut aber auch noch interessant. Nein, der zeigt mir ganz was anderes an. Zeigt mir, glaube ich, dies an. Also pass auf. Das schaut auf jeden Fall interessant aus hier. Darf ich mal sagen. Da werden wir mal ein Sternchen setzen. Ich möchte jetzt gerne mal zu diesem anderen Teil dahin. Schauen wir mal ein bisschen. Okay, das kann der Lager sein da unten. Ist schon so weit weg, dass es einfach matschig wird. So. Ja, jetzt geht das Erkunden wieder ein bisschen los, Leute. Ja. Weil. Am Titanen brauche ich auch mal Pause. Ne? Das ist so. So. Aber da oben, glaube ich, haben wir wirklich die beste Sicht, weil das ist der höchste Punkt Hyrule, oder? Das ist auf jeden Fall der Drache. Wenn der jetzt kommt, schade, dass ich gleich mal ein Horn vor ihm krieg. Der glaube ich geht oder der flippt woanders lang. Jetzt pass auf, da hinten. Ich sehe aber gerade auch nirgends. Ja gut, ich müsste halt mal allgemein ein bisschen in dieses Dorf der Goronen schauen. Oder Richtung, also das Gebiet der Goronen. Ja, das soll da vielleicht noch ein paar sein, ne? Ah ja, hier haben wir schon einen. Schau dir so. Ach Gott, ich hab direkt einen Punkt drauf gesetzt. Okay, hey, das war gar nicht mal so gewollt, Leute, ne? Aber da ist ein Schrein. Okay, das ist ja witzig. Okay, das musst du auch erst mal schaffen, ey. Willkommen bei mir im Let's Play. So. Schauen wir uns da trotzdem noch mal ein bisschen um. Ist das da... Nein, das ist aber das Lava. Ist nämlich ja gar nicht mal so leicht zum Sehen, finde ich. Haben wir noch so Leuchtsteine? Naja, gut. Da drin, glaube ich, wird keiner mehr sein. Ja, dann gehen wir mal darüber zu dem.
bleibt einfach irgendwie in der Luft stehen. Gutes Zeichen. Na gut, der wird wahrscheinlich jetzt da darüber. Na, aber der wieder, der fliegt normalerweise immer durch dieses Tal durch. Ja. Also von dem her mache ich mir da mal keine Gedanken. Wenn wir ein Horn brauchen von dem, dann kriegen wir das auch. Na, wir wissen mal, jetzt hat ja eigentlich jeden Drachen, wenn wir die gut erwischen. Eigentlich immer morgens. Bei dem bin ich mir nicht ganz sicher. Da glaube ich, bei dem eher abends, ne? Keine Ahnung. Also wir werden den definitiv brauchen, wenn wir wenn wir die Schwertprüfung machen. Weil da werden wir uns davor dann einen, ja, ein Essen mixen, das wo uns 30 Minuten lang wirklich gut Energie gibt. Aber sonst sehe ich halt da wirklich nichts mehr, ne? Jetzt haben wir wahrscheinlich wirklich schon da durch. Krass. Na gut. Wow. Das ist aber ein Stranger-Schrein. Hey, wo ist dein Kampfgeist? Und beugen und strecken. Geht doch nichts über steinharte Muckis. Das hier ist der Kronengarten für die Harten und solche, die es werden wollen. Hier trennen sich die Kiesel von den Felsen. Aus dem Weg, bitte. Ich bewege keinen Muskel. Auf dieser Plattform ist nur Platz für ganze Kerle, die von meinen Brüdern und mir für würdig befunden wurden. Außerdem macht mein kleiner Bruder gerade seine Übungen. Zugegeben, du scheinst nicht ohne zu sein. Aber ohne Fleiß kein Preis. Ich sag dir was, wenn du mit uns mithalten kannst, gehe ich dir aus dem Weg. Okay, das wollte ich hören. Wir machen aus dir eine Muckimaschine. Ich erkläre es dir mal, wie es funktioniert. Ist eigentlich ganz einfach. Du musst innerhalb des Zeitlimits vom Fuß der Klippe bis ganz nach oben klettern. Aber das alleine wäre lächerlich. Du musst außerdem noch Rubine sammeln. Schaffst du es, im Zeitlimit hinaufzuklettern und eine bestimmte Anzahl Rubine zu sammeln, hast du bestanden. Aber wenn dir die Zeit ausgeht und du auf halbem Wege aufgibst, musst du alles zurückgeben. Du wirst an deine körperlichen und geistigen Grenzen stoßen. Das kann ich dir versprechen. Also dann, erklimm die Klippen. Okay. Und noch etwas. Ein Versuch kostet 20 Rubine. Na dann, pass mal auf. Du musst beim Klettern 100 Rubine sammeln. Ein Klacks für einen harten Kerl. Hast du im Ziel zu wenig Rubine, war die Kletterei umsonst. Auch wenn du es innerhalb des Zeitlimits geschafft hast. Also dann, erklimm die Klippen. Los. Können wir da nochmal umziehen? Geht das? Die Frage ist natürlich halt, ist da, na, da ist es noch heiß, glaube ich, oder? Na, da ist die Temperatur gerade eigentlich normal. Na dann. Dann machen wir das mal. Es ist zwar saudunkel, ich sehe nichts mehr. Aber 100 Rubine ist natürlich schon... Ich hoffe, dass da noch mehr kommen. Ah, okay, da geht es jetzt mit Blau los. Gut, Zeit haben wir ja noch. Mal kurz regenerieren. Ah, 50 haben wir.
Okay, da oben haben wir nochmal drei rote. Das sollte doch klang, oder? Gehen doch nicht 20. Dachte. Sagen wir gleich. Ja, easy. Dann haben wir es ja eh schon. Was war's? Dann holen wir uns die auch noch alle. Je mehr wir haben, desto besser, ne? Dann gehen wir da auch noch rüber. Gut, dass wir genug Ausdauer haben. Und das Kletteroutfit natürlich. Da haben wir noch irgendwo ein paar. Na, schauen wir mal, wir haben ja nur kurz Zeit, ne? So, pass mal auf, da unten haben wir nur rote. Die darf ich doch dann alle behalten, oder? Ja, gut, jetzt ist es langsam vielleicht ein bisschen knapp. Na dann. Geschafft! Ausgezeichnet! Reife Leistung, wie viele Rubine hast du unterwegs mitgenommen? 190 Rubine! Unglaublich! Du hast deine überragenden Schneid unter Beweis gestellt. Nun bist du unser vierter Bruder. Damit hast du das Recht, auf diese Plattform zu stehen. Schließlich bist du jetzt unser Bruder, Bruder. Und als unser Bruder ist es dein Recht, dich jederzeit an den Schneidklippen zu messen. Dich erwartet sogar eine noch härtere Prüfung. Sag Bescheid, wenn du es versuchen möchtest, Bruder. Bruder! Na klar, Bruder. Mach ich, Bruder. Ah, machen wir erstmal den Schrein. Und nein mit uns. Bin mal gespannt, vielleicht ist es auch eine Kraftprobe, ne? Obwohl ich mir da gar nicht sicher bin. Ach, das war's schon. Das war die ganze Prüfung. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Gu Achito. Du hast die Prüfung bestanden. Ja, geil. Das mache ich natürlich so immer gern, ne? Ah, weiß ich nicht. Ah, ja. Heute ein Eisdusch wird. Sorry, Herr, aber nee. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Ich hätte es dann einmal übrigens Lust, vielleicht die letzte Erinnerung zum Suchen. Ja, die war vielleicht ganz geil. Ich glaube, wir haben bloß noch eine. Es ist die eine in der Wüste, glaube ich. Dann glaube ich, müsste man nur mal zu der Impa. Ja, jetzt haben wir da die Echse auch noch dabei. Ich finde das so cool. Wie das immer mehr wird im Ladebildschirm. Das hat schon was, finde ich. Okay, das heißt, dann haben wir das jetzt hier eigentlich auch abgeschlossen. Sei denn, da hinten gibt es noch was, aber... auch schwierig zum sagen, gell? Kann man zwar schon mal da hinschauen, weil... Maybe sind da halt wirklich nur ein paar von diesen Crocs. Also das kann ich mir schon noch vorstellen. Aber wir können mal da oben vielleicht auch mal schnell nachschauen. Weil vielleicht sind ja da auch noch Crocs oben. Na, siehste. Wird da nicht. Aber ich wusste es. Irgendwo muss man da sein. Okay, gehen wir nicht hoch hin. Auch nicht. Hä? Da ist noch einer. Also da drunter. Ah, das glaube ich war der Stein, den ich gerade vorher gekühlt habe. Da muss irgendwo ein Krog sein. Da haben wir übrigens auch noch beim Dorf einen Krog, ne? Wo wir noch nicht gefunden haben. Also hier ist halt keiner.
Aber das ist nicht der da unten, oder? Na. Das ist ein Topf. Okay, wir müssen nur mal schauen. Da ist er vielleicht direkt da drauf. Ah, nicht. Die Steine können wir alle nicht bewegen. Das war der einzige, den wir bewegen haben können. Da war aber nicht drunter. Da muss doch da noch irgendwas sein, oder? Müssen wir aber. Warte mal, müssen wir den Stein vielleicht runterschmeißen? Kann das möglich sein? Kann auch sein. Dass er dann meistens auftaucht. Haben wir auch schon mal gehabt. Okay, in dem Fall nicht. In dem Fall einfach nicht. Wo ist dieser Grog? Das ist bloß eine Lampe. Wo bist du? Das gibt's ja nicht. Geh. Warum sind die in dem Gebiet so schwer zum Finden? Also, ich kann mir halt dann bloß vorstellen, dass da irgendwo. Irgendwo da vielleicht außen dran noch ist. Also da nicht mehr. Da sagt er wieder Habideri, ne? Ich war da. Können wir mal mit dem probieren? Vielleicht sehen wir da noch irgendwas, was wir sonst nicht gesehen hätten. Schauen wir mal. Aber auch nicht. Ah, merkwürdig. Wo ist dieser Grog? Da kriegen wir den bloß, nachdem wir die zweite Prüfung gemacht haben. Und beugen und strecken. Respekt, du hast gezeigt, dass du ordentlich Muckis hast. Du bist einer von uns, Bruder. Aber das darf dir noch nicht reichen. Du musst jeden Tag an dir arbeiten. Und da habe ich genau das Richtige. Extrem Klippenklettern. Willst du gleich loslegen? Ja, logisch. Starke Antwort. Wenn wir mit dir durch sind, stehen deine Muckis in Flammen. Das Klippenklettern hast du aber schon gemeistert. Wo wäre da denn das da die Herausforderung? Nee, hier empfehle ich unsere härteste Herausforderung, das Extremklippenklettern. Welche Klippenklettern darf es sein, Bruder? Ja, extrem. 100, mach mal. 300 Rubine sammeln. Zum Ziel zu wenig Rubine, war die Kletterei umsonst. Okay. Ja, das kann natürlich schon heftig sein. Wenn die gleiche Zeit ist, dann wird's hart. Okay, krass. Obwohl, das sind jetzt aber auch gleich so eine Rubine da, ne? Von dem her. Nehmen wir das, glaube ich, sogar gehen. Kurz mal regenerieren. Oh, das ist nicht gut. Ein kleiner Moment. Wie viel bringt der? Bringt der 100? Oder 50? 100, sehr geil. Oh Gott, schau wie das noch dann auf. Warte mal, ich brauch schnell. Ein bisschen schneller bringen. Ja, dann haben wir es eh schon geschafft. Aber wenn ich die Polten darf, dann passt es ja eh.
Oh, das war knapp. Boah, das war... Boah. Das war mal mehr als knapp. Geschafft. Geschafft. Ausgezeichnet. Reife Leistung. Wie viele Rubine hast du unterwegs mitgenommen? 330. Ich brech zusammen. Absolut starke Leistung. Ich habe gleich in meinen Muckis gespürt, dass du es packen würdest. Mit einem Schneid beim extremen Klippenklettern gebe ich dir einen Fittling. Wow. Du kannst hier klettern so oft, wie du willst. Bin schon gespannt. Okay. Aber wir haben immer noch... Ich meine, wir kriegen jetzt den vielleicht als Belohnung, aber... Dass das buggy ist. Das Einzige, was mir heute jetzt da einfallen hat, war, dass das da oben irgendwie ein Stein ist, ne? Die können wir alle nicht hochheben, diese Steine. Deswegen verstehe ich es gerade nicht. Wo der vielleicht sein könnte. Da muss ich da draufhauen. Das hätte mich auch gewundert. Hm. Normalerweise bewegliche Steine, die kommen ja dann normalerweise. Das sieht man ja aus. Mit diesem Modul. Sehr merkwürdig. Na. Da ist gar nichts, Leute. Nicht, dass das wirklich unterhalb ist. Irgendwo, ne? Und wir werden auch nicht da drin irgendwas haben. Nee. Also dann müsste es, wenn dann unterhalb irgendwo sei. Aber da hört es schon wieder auf. Ja gut, könnte auch unterhalb sein, ne? Höhentechnisch gibt es ja da nicht wirklich Unterschiede, finde ich. Ja, ich schaue mir mal kurz einmal da unten um. Vielleicht ist ja da irgendwo Rock. Man weiß es nicht. Da höre ich auch nichts. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Ein Glutling. Schauen wir halt da nochmal hin. Da muss oben rein. Das gibt's ja nicht. Das macht mich fertig gerade. Da muss oben einer sein. So, jetzt ist da wieder Stein, ne? Das ist das Einzige, was mir einfällt hat. Nichts. Zerstören bringt halt auch gar nichts. Okay, das ist crazy. Na ja, gut. Leute, da müssen wir mal nochmal schauen, wo dieser Krog sein kann. Ne? Ich bin gespannt. Aber Leute, wir sind jetzt für heute erst einmal raus. Ne? Die Folge ist zu Ende. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ne? Und dann schauen wir mal, dass wir diesen Krog noch finden. So, von dem her wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Habi, die.